Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. EA Sports and the Korn Ferry Tour bring you the best young talent in the world of golf. From Pacific Palisades, just west of Los Angeles, Riviera Country Club, the site for this, the final round of the California Classic. It is the great challenge that all these golfers face, trying to string four solid rounds together, trying to best Mother Nature and this course, and trying to beat the entire field as we check the leaderboard. Our leader here on this Sunday is our featured golfer. He's got a sizable advantage here as he looks to increase it further. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, und zwar zur finalen Runde hier beim dritten Event der Korn Ferry Tour. Wir befinden uns in Kalifornien und spielen auf dem Riviera Country Club oder in dem Riviera Country Club die California Classic. Und ihr seht es hier auf dem Leaderboard. Die ersten sind schon draußen. Wir sind natürlich hier im letzten Flight. Und naja, ich will es mal so formulieren. Mit minus 22, denke ich, können wir entspannt das ganze Thema angehen. Und ja, in Ruhe 18 Loch spielen. Nach dem Motto, einfach nichts anbrennen lassen. Einfach gemütlich und ruhig die Sache im Griff behalten. Und ein bisschen Spaß haben. Yo! So, also dann schauen wir, dass wir heute die 500 Punkte für die Korn Ferry Tour hier für die Rangliste einfahren, um uns natürlich dann auf das Saisonfinale zu qualifizieren. Erstes Loch, 485 Yards. Es ist bekannt, ein Par 5, das in der Regel man natürlich versucht, mit dem zweiten anzugreifen, um eine Eagle oder zumindest dann auch das Birdie zu spielen. Das ist uns die ersten drei Runden gelungen. Dann werden wir das heute auch angehen und ebenfalls versuchen. So, auch heute ist wieder der Wind moderat. Das heißt, nichts Außergewöhnliches, nichts, wo wir Angst haben müssen davor, sondern das können wir beherrschen. Das Ganze fliegt von rechts nach links dann jetzt gleich höchstwahrscheinlich bei dem Wind von 7 Miles. Und wir können auf jeden Fall dann, solange wir keinen Rückenwind haben, mit dem Driver abschlagen, denke ich. Wir werden aber das Ganze dann doch ein bisschen kürzer angehen, aus Sicherheitsgründen, so will ich es mal formulieren. Denn wir müssen ja kein unnötiges Risiko eingehen. Ich wünsche uns viel Spaß, ein schönes Spiel zur finalen Runde hier bei der California Classics. Jo, komm. Sehr schön. Und da liegen wir eigentlich, wo wir immer liegen sollten. Sehr gut. It's a difficult process to put yourself into. Learning how to be in contention is an essential part of the professional game, but learning how to close these events out and put yourself in the winner's circle, well, that's the last piece to the puzzle. So, die Fahne steckt ganz rechts vorne. Das ist insofern nicht schlimm, weil wir dann eigentlich keinen Bunker davor haben, aber wir haben natürlich hier den Slope und deswegen, also sprich die kleine Anhöhe, diesen kleinen Hügel, und das heißt, wir müssten den einfach nur clever hier reinspielen, damit er dann hochspringt. Ja, die Frage ist halt nur mit dem 6er oder mit dem 7er. Aber das 7er wird vermutlich deutlich zu kurz sein. Wir werden es versuchen mit einem etwas hoch angespielten 6er. So, wäre natürlich super, wenn wir den Ball hier an den Stock bringen, weil wir müssen ja für das Quest noch ein Eagle hier an der 1 spielen. Aber nun gut, wir werden unser Bestes versuchen. Das heißt, das Ganze ein bisschen hoch anspielen. Ja, noch ein bisschen über rechts. So, nimmt er die Kurve? Er nimmt sie und fliegt er in den Slope? Ah, zu kurz, doch zu kurz, doch zu kurz. Und das ist das, was dann passiert.
er rollt halt runter. Müssen wir jetzt hochpitchen? Not quite the accuracy. Missed it. Hair to the right. Yeah, not quite a foul ball. Kept it in the ballpark and let's see how good you can chip. So, 16. Ja gut, wir müssen ja ziemlich hoch. Wir müssen ja ziemlich hoch. Ein bisschen wir dann nach rechts rüberbrechen. Ja, ein Lobshot wäre eigentlich fast cleverer. Okay, wir werden den auf jeden Fall hoch anspielen. So, rollt er hin, er rollt hin, er rollt hin, aber es reicht leider nicht fürs Eagle. Aber wir haben wieder eine Birdie-Chance. Jupp, das passt soweit, ist level. Dann gucken wir mal auf jeden Fall über links, weil wir haben ja schon noch einen Break. Ja, das Break ist schon bemerkbar. Aber es ist keine solche Länge. So, wenn wir noch ein bisschen mehr Gas geben, dann müsste das doch so funktionieren. Sehr schön! Yeah, that's a good putt. It's a birdie here at one. He's gonna move to 23 under par. So, und jetzt haben wir dem Feld gezeigt, dass wir wach sind, dass wir voll da sind. So, you're looking to make birdie at number one. You'd be happy with a par four at this second hole. It's 471 yards, but the winds are a factor. It's a strong par four. Yep. Sehr schönes Par 4. Wenn auch natürlich nicht gerade kurz mit 525 Yards, aber der Ball wird uns nach links, nach rechts gehen, das ist gut. Denn der Slope geht ja eigentlich ein bisschen nach links und wir müssen auf jeden Fall auf der rechten Seite des Fairways landen. Also insofern unterstützt uns der Wind dabei und somit können wir den hier rausjagen. That one gonna be in great shape. So following the birdie at one, a solid drive here at the second. Und 292 Yards carry, das ist okay. Breeze at his back shoulder as he lines up his second from the fairway. Ja, okay, ein Hybrid. Die Fahne steckt wieder mal ganz hinten. Dann müssen wir eigentlich kein Hybrid spielen, denn normalerweise ist das Eisen 4 so, dass es da doch ziemlich rollt. Hier haben wir natürlich den Slope, da geht es ein bisschen runter. Ja, wir müssen mal gucken, vom Wind her könnten wir natürlich einfach versuchen über die rechte Seite. Das heißt, wir auf jeden Fall den Draw spielen. Ja. Weil rechts ist er auf jeden Fall erstmal weg vom Bunker. Das wäre schon mal gut. Und generell ja, das Grün ein bisschen nach links läuft. Okay. Ja, okay. 215. Ein bisschen mehr cutten. So, kommt der? Ah, ist ein bisschen zu weit drüben, aber er kommt aus Grün. Und somit haben wir wieder alles richtig gemacht. Hervorragend! Well, from any distance, that's pretty good. But from that far out, couldn't ask for much more. So, es geht ein bisschen bergab, nicht viel. Über rechts, das ist ein bisschen mehr Break, als das wir vorhin hatten. Okay, so. Ja, ein bisschen wieder das Gefühl entwickeln. Ja, noch ein bisschen mehr. Ah, der geht, ja, dachte ich es mir. So, da war dann doch wieder die letzte Entscheidung, die falsche, war wieder ein bisschen zu viel. Okay. Ausgelippt über die rechte Lochkante. That finished off for par here at the second. And he'll remain well in control of this tournament. So, wo stehen denn unsere Mitbewerber? Minus 9.
Carvalho. Not a long hole here, the third at Riviera, just 434 yards. This is about position, and really the best way to get at the hole location is to sail it over that fairway bunker on the left. That'll give you a really good angle. Ja, jetzt könnte man natürlich wieder sagen, das wird hier ein Walk in the Park, aber nein, 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 wir müssen konzentriert bleiben. Ruckzuck kann man sich auch irgendwo ein Triple Bogey oder ähnliches einfangen. Nicht, dass wir natürlich jede Menge Luft haben. Na, da muss man ganz klar ehrlich sein. Das haben wir hervorragend vorbereitet, die ersten drei Runden, diesen Score. Den haben wir uns hart erarbeitet und verdient. Und heute können wir sozusagen ein bisschen entspannt an die Sache rangehen. Aber dürfen natürlich auch keine groben Fehler machen. Denn ruckzuck hat vielleicht heute einer einen richtig guten Tag. So, 437 Yards auf diesem wunderschönen Platz, der mir einfach richtig gut gefällt, der mir viel Spaß macht. Wir haben natürlich Gegenwind, das heißt, er wird auf jeden Fall deutlich kürzer bleiben. Aber er wird ein bisschen nach rechts rüber gehen. Aber wir müssen auch hier nur schauen, einfach sauber ins Fairway. So, ein kleines bisschen slow im Schwung. Aber das passt, der liegt wieder gut. Driving's been sensational all week, and here's another one that's gonna set up nicely in the fairway. So, an der Stelle würde ich dann doch mal. Let's bring in Nota Begay the third. Looking at 143 yards to the front, 159 to the hole, wind definitely hurting in his face. Ja, ja, wir müssen auf jeden Fall gegen den Wind arbeiten und wir müssen auf jeden Fall ganz weit hinten. Aber ein Achter müsste uns reichen. Ein Achter müsste uns reichen, Mitte Grün reicht eigentlich völlig. So, an der Stelle wollte ich nur noch mal ganz kurz anfragen. Also ich spiele immer noch hier nach dem Update mit den berühmten 30 Frames. Und mich würde mal, wie gesagt, die ersten Kommentare, Meinungen waren relativ klar. Also ich glaube nicht, dass jemand hier auf der Konsole mit 60 spielt. Jedenfalls die Qualität des Bildes ist deutlich schlechter für mich. Und dann nehme ich es lieber in Kauf, dass es nicht ganz so smooth ist. Aber nichtsdestoweniger würde mich trotzdem eure Meinung mal interessieren, nachdem ja jetzt mal ein paar Tage vergangen sind und vielleicht ihr das dann doch noch ausprobiert habt und vielleicht auch länger, wie euer Eindruck ist, was das Thema 60 und 30 Frames angeht. Also ich für meinen Teil muss ganz klar sagen, ich bin da ein bisschen disappointed bezüglich dieser Geschichte, aber nun gut, hoffen wir, dass die Jungs da noch ein bisschen arbeiten, denn für mich kommt mir das also... Ich finde es schon spannend hier zu sagen, ja, nehmt die 60 Frames, aber dafür habt ihr halt geringere Auflösung und irgendwie flimmert und macht es und es sieht so aus, wie man, ja, ich sag mal, vor 30 Jahren an einem normalen Röhrenmonitor gezockt hat. Also da bin ich schon etwas, ich will es mal vorsichtig so formulieren, irritiert. Also schreibt mir doch mal, wie ihr dazu mittlerweile steht. Wir müssen da hinten reinkommen. Der Wind macht den nur kurz. Okay. Ja, wie gesagt, der wird sowieso dann zum Stock hin getrieben. Und der müsste eigentlich auch runterfallen. Mit Gegenwind kann der da nicht mehr viel tun. Das müsste eigentlich so passen, bin ich der Meinung. Okay. Ja, er geht Richtung Stock und... Ja, doch ein bisschen lang. Aber er bleibt liegen, so wie ich es mir gedacht habe. Ah, good shot. Safely on the green and a birdie chance. Ja, genau. Alles, was safe auf dem Grün ist und ich sag mal, innerhalb von 25 Fuß, sollte uns keine Sorgen bereiten. So, das geht ein kleines bisschen nach oben. Das heißt, wir nehmen hier ein bisschen mehr als anderthalb. Wir machen zwei Kästchen. Ja, ruhig ein bisschen mehr, kann nicht schaden. Das Ganze über rechts. Diesmal aber nicht ganz so wild. Ja, vorhin waren wir ja ein bisschen zu viel. Trotzdem mache ich noch ein bisschen mehr. So. Sieht gut aus. Oh yes, plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. Ja, der Kollege ganz entspannt. 24 under par. Well, this is just a great par 3. 236 yards, the fourth hole. And as they like to say on tour, you can't fake this one. This will take your best shot. And you'd be happy with a three here. So, die Fahne steckt wieder mal hinten links. Ihr erinnert euch an die erste Runde mit dem Herzschlagmoment. Da hatten wir Rückenwind und ein Eisen 4. Wir haben jetzt Gegenwind. Deswegen nehmen wir das Hybrid, weil das Holz kommt überhaupt nicht in Frage. Aber wir werden dann auch wieder versuchen, über die rechte Seite rein zu drawen. Über rechts mit der Rechts-Links-Kurve. Okay.
Also sozusagen gegen den Wind, Mitte grün. Ja, und dann werden wir den aber schon noch ein bisschen mehr drawen, ein bisschen kräftiger drawen, weil wir haben ja auch genügend Platz. Und dann müssen wir einfach schauen, wenn wir den höher anspielen. Ja, das bringt gar nichts mit höher anspielen, weil der Wind wird den auf jeden Fall, bin der Meinung, der wird nicht auf dem Grün aufkommen und dann wird der sowieso schon etwas langsamer. Okay, noch ein bisschen mehr. Ja, das ist Mitte grün, aber er kommt doch Mitte grün auf. Okay. Okay. Ja gut, er rollt runter. Das müssen wir in Kauf nehmen. Bleibt er im Vorgrün liegen? Ah. Ja, dann hätten wir dann doch ein bisschen kürzer spielen müssen. Gut, der Pitch. 17. 12 wäre mehr oder weniger so das Richtige. Es geht ein kleines bisschen zum Stock. Er wird etwas nach rechts rüberspringen. Auf der anderen Seite geht es aber auch aus dem Rough. Das heißt, wir haben keinen Spin eigentlich nicht. Ja, zum einen verlieren wir natürlich Länge. Zum anderen hat er keinen Spin. Ja, wusste ich es doch. Der rollt durch. Aber okay. Zumindest kein Herzschlagmoment an der 4. So. Okay, es geht ein bisschen bergab. Wir können das so lassen. Ah, das Problem ist jetzt, dass er am Anfang stark bricht. Am Anfang stark bricht. Ja, ein bisschen reinfallen lassen vielleicht. Ah, komm. Sehr schön. It is a good par here at number 4. And that's going to keep this large lead right where it is. Yo. Up next, 15 Schläge. 34-yard par 4 fifth. A lot to worry about here. Canyon wall and OB on the right, trees down the left and of course the iconic grass mound, which cuts into the fairway short of the green. Ja, auch hier muss man natürlich ein bisschen clever spielen, weil man auf dem oberen Plateau bleiben muss. Also das heißt, hier gibt es ja einen kleinen Hang, so einen kleinen Creek oder irgendwas. Ich sehe es gar nicht. Was ist denn das? Ein Weg, oder? Ist das ein Weg? Ja, nee, das ist einfach nur ein bisschen ein Hang. Okay, aber wir haben Gegenwind, also insofern kein Problem. Wir werden die ja einfach nur mit dem Driver reinspielen. Der kann eigentlich nicht runter, zeigt uns die Erfahrung bisher. Wir müssen immer nur aufpassen, wenn wir Rückenwind haben. So, ja, ein kleines bisschen verzogenen Abschlag. Sieht man in der Schwungebene. Jo, sehr schön, auch das passt wieder. Ja, das ist ja die reinste Freude für die Zuschauer. Wir sagen Hallo zu Iona Steven. There's 137 yards to the flag. Wind into the face, so you'll definitely need to account for that. Ja, die Sache ist immer, dass das Wedge fliegt sehr hoch und hat natürlich nicht so viel Power nach vorne. Okay, wenn wir das 9er nehmen und kurz... Ja, ich denke, wir müssen hier diesen nehmen. Dann bietet er mir das 9er an. Hinter den Stock. Was sagt er hier? Okay. Auch hier gilt im Zweifel rechts vom Stock, Hauptsache auf dem Grün. Und im Zweifel halt dann doch lieber etwas zu kurz. Ja. Okay. Geht natürlich auch ein bisschen runter, das heißt, da wird er auch noch mal etwas länger, aber ich glaube, das sollte soweit passen. Ja, da würde ich doch sagen, gute Distanzkontrolle. That's a good shot. And more importantly too, a green in regulation, so birdie chance. 14 feet to the hole. So, das ist eigentlich genau. Wir haben da gar keinen Break. Das geht nur ein bisschen bergab. Und ich hoffe, dass wir da nicht so was Komisches erleben wie in Wolf Creek, dass hier plötzlich der Ball nach links weghaut.
Darauf warte ich immer noch die ganze Zeit. Also das war wirklich eine sehr, sehr komische Erfahrung, muss ich sagen. Habe ich auch zuerst gar nicht mitbekommen, habe ich gar nicht registriert, weil ich da einen kurzen Moment weggeschaut habe. Deswegen war ich auch so irritiert, warum der Ball links vom Loch liegt und nicht mal bis hingekommen ist. Also es war eine ganz, ganz komische Situation. Die will ich nicht noch einmal erleben. So, lasst uns kurz überlegen. Es geht eigentlich bergab, also insofern können wir das hier so lassen. Und es hat ein ganz leichtes Break nach rechts. Also wenn wir hier wirklich linke Lochkante machen, dann kann der nicht so weit rechts rüberrollen, dass er nicht fällt. Ein bisschen wird er rüberkommen, weil da vorne hat es ein bisschen, da hat es ein bisschen. Okay. Nee. Wo und wie kann der nach links gehen? Interessant. Und ich spreche es noch an. Ich meine, hinterm Loch ja, aber doch nicht vor. Ja, okay, da ist jetzt was. Ich sehe es gerade. Ja, aber das ist ja kaum zu erkennen, oder? Warte mal. Zack. So. Ja, also. Naja, okay. Sei es drum. Sei es drum. Level und diesmal rechte, linke Lochkante. Yeah, that's good putt. It is a par here at the fifth. And he's gonna maintain that substantial lead. You won't come across too many like this. Riviera's Fane par 3 sixth at 199 yards. Hard to focus on anything other than that distinctive bunker cut right into the middle of the green. Finding the proper level is imperative here because getting it wrong can create all kinds of unique problems. So, das Signature Hole vom Riviera Country Club, und zwar der berühmte Donut mit dem Grün, beziehungsweise mit dem Bunker im Grün. So, die erste Runde, die dritte Runde war die Fahne auf der rechten Seite. Jetzt ist sie die zweite, die vierte Runde auf der linken Seite. Ja, diesmal kommt aber auch der Wind von der anderen Seite. Wir müssen also über rechts kommen. Ja, das ist natürlich nicht ganz ohne, weil wir ja eben den Bunker dann davor haben. Und dann haben wir ja hier den Slope. Na, hier diesen Hügel mit diesem Slope. Und ja, okay, auf der anderen Seite haben wir Gegenwind. Ja, ich überlege gerade, was wir hier machen. Ach, ein Eisen 4 ist wieder ganz heikel. Eisen 5. Ja, aber das... Lasst uns mal sehen, wie viel Wind. Okay. Ja, ich meine, es wäre nicht verkehrt, wenn er hier ein bisschen in den Hügel, also da reinspringt. Aber dann kriegt er natürlich ein bisschen Speed. Auf der anderen Seite haben wir ja den Gegenwind. Er müsste eigentlich gar nicht bis dahin kommen. Er müsste eigentlich nicht bis dahin kommen. Also die Kurve nimmt er an, das ist schon mal gut. Er ist auf jeden Fall okay. Und jetzt müsste er eigentlich ein bisschen hier noch den Hügel runterkommen zum Stock. Und dann sage ich doch, wenn das jetzt kein Birdie wird. Oh, a sigh of relief there. This tee shot avoids the bunker in the middle of the green and it leaves a direct look here at birdie. Yep. Okay. Okay, okay, okay. Über links. So, wir geben ein bisschen Speed mit, damit er das Break nicht zu sehr annimmt. Yo! Okay, nicely played. That's in for birdie here at 6. He's got it to 25 under par now. So, wir haben die Sache weiterhin im Griff. Keine Schweißperlen auf der Stirn. Riviera, 408 yards of par 4, but you have that giant bunker going all the way down the left side and then the Barranca on the right. The fairway closes in, pinches at about the 270-yard mark, so with all that's going on and as narrow as it gets, you have to hit it straight off the tee here. Ja, Freunde, ich muss sagen, es wird immer wahrscheinlicher, dass wir unseren ersten Toursieg hier feiern werden.
Mit dem dritten Event besteht die Möglichkeit, nun tatsächlich die erste Trophäe in den Schrank zu nehmen. Wäre übrigens auch eine gute Idee, war auch eine gute Idee von euch. Stand mal in den Kommentaren, dass man zum Beispiel auch irgendwie sowas haben müsste, so einen Trophäenschrank oder irgend sowas, ne? Wo man dann einen Trophäenraum, dass man eben die gewonnenen Turniere und Trophäen dann irgendwo aufgestellt bekommt. Das wäre natürlich auch schön. Und ich bin dann auch mal wirklich gespannt, sollte es wirklich ja eintreffen, dass wir dieses Turnier gewinnen. Und ich sage mal, wir sind jetzt an dem siebten Loch, haben drei unter. Lass mich nochmal gucken. Drei unter. Und das Leaderboard sagt uns, ja, Rubio ist an der 12, Bailey ist an der 11, minus 3, minus 4. Also ich glaube, wir lassen da nichts anbrennen. Und deswegen sage ich ja, bin ich mal gespannt auf die Animation, auf die Siegerehrung, ob die jetzt ein bisschen länger geht als nur 2 Sekunden. Und auch da habt ihr geschrieben, da dürfte man ruhig auch ein bisschen mehr machen. Okay. So, der Wind geht jetzt natürlich in die völlig falsche Richtung. Der treibt uns den Ball Richtung Bunker. Und das heißt, wir haben im Prinzip auch etwas Rückenwind. Deswegen nehmen wir jetzt ein Holz, weil das Holz ist sehr präzise. Da wir da gute Specs drauf haben, Control Specs, und deswegen hoffe ich, dass er auch hier ordentlich, ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, er darf natürlich nicht zu weit nach rechts rüber unter die Bäume, also hoffe ich mal, dass das hier passt mit dem Fade. Oh ja, wir haben ein bisschen verzogen, wir sehen es rechts unten, aber das passt, weil er nicht so lang ist. Ja, der rollt jetzt noch ein bisschen runter in diese Senke. Hit fairways, hit the middle of the club face. That's what they did, right there. Ja, also Fairways und Grüns. Haben wir schon einige gewonnen. 44 yards remaining to the hole. Pin is very accessible here, right in the center of the green. Ich gewonnen, getroffen. So ist es richtig. Also Gears und Fears, Fairways in Regulation haben wir jetzt schon einige. Ja, ich bin der Meinung, wir spielen hier ein sehr solides Spiel, sonst wären wir ja auch nicht bei minus 25. So, auch interessant, da oben steht Leader und noch 12 Löcher zu gehen. Ah, danke, danke für diese Information. Jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen überlegen. Der Wind drückt in uns, das heißt, wir haben ein bisschen Rückenwind, aber es geht auch nach oben. Also ist das, wie es so schön heißt, ausgleichen. Das Wedge wird relativ schnell zum Liegen kommen. Ja, ein Eisen 9 kürzer. Das glaube ich nicht. Ich glaube, mit dem Wedge hier sind wir sicherer. Da drückt ihn ja ganz schön rüber. Das kann mir jetzt irgendwie gar nicht vorstellen. Aber nun gut. Nun gut. Ein bisschen wenig. Hätte man ruhig ein bisschen mehr Schmackes. Und da bleibt er natürlich auch vorne liegen. Das heißt, dieses Grün haben wir jetzt nicht getroffen. Jetzt müssen wir wieder ein gutes Up and Down machen. Gut, ein Pitch. Ja, der Wind ist aber uninteressant. Wenn der aufkommt, geht er nach rechts. 19, 14, 15 würde ich doch sagen. Wir machen 14. 14. 21, 13, 13, 13, ja, ja, das müsste eigentlich so hinkommen. Okay. Ja, lauf, 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 lauf. Und sehr schön. Lovely pitch shot. Just nip that ball off the turf. Just flew through the air beautifully, sat down fairly quick as well. Good shot. Ja, dem möchte ich eigentlich gar nichts weiter hinzufügen. Das nehme ich einfach so an. That one finished off. It'll be a par here at 7. He'll remain at 25 under. Hervorragend. The surprises don't stop here on Riviera's front side as we come to the 433-yard par 4 8. One of course designer George C. Thomas's all-time favorites, a split fairway is the unique feature here. Like many holes, this one forces you to really have a strategy. Yep. Da kann man eben, wie gesagt, über die rechte Seite gehen. Dann muss man natürlich hier ein bisschen über die Waste Area.
Wir haben auf der anderen Seite aber eben Rückenwind. Und mit dem Rückenwind haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon gespielt. Und wenn wir hier über rechts gehen, dann rollt er uns eigentlich auch schön so auf die 100 Meter, 120. Der Wind ist natürlich schlecht für diese Seite, weil dann müssen wir den kurven. Darum würde ich wieder vorschlagen, beziehungsweise, ja, das müsste doch so passen. Der dürfte auch wegen dem Slope erst gar nicht Richtung Bunker kommen. Sehr schön. Ja, den haben wir schön durchgezogen. Das ist ein sauberer Schlag gewesen. Und jetzt sollte er auch hier sauber vorrollen. No problems there. That's gonna wind up safely in the fairway. Yep. Yeah, playing for this right side fairway, and that is right where you want to be. From the fairway, Iona, this is second. Well, he's left himself 121 yards to the hole. Pin smack bang in the middle. Ja, vorhin waren wir einfach mit dem Wedge viel zu kurz. Warum, muss ich jetzt auch ehrlich sagen. Also ich meine, wir haben natürlich kürzer, aber wir waren echt viel zu kurz. So, das 50er müsste ja ein bisschen Spin annehmen. Und dann kommt es hoffentlich wieder zurück. Wir werden sehen. So, also man sieht, dass er spinnt wie verrückt. Kommt sie? Na, bleibt nur liegen. Okay. The ball looked good in the air. You'd like it to be a little closer, but still inside 40 feet. Just gonna have to be careful with the lag putting. Ja, 25. Okay. So, es geht bergab. Oh, es geht deutlich bergab. 8 Inches. Okay, das heißt für uns auf jeden Fall irgendwo hier hin. Ja, wie gesagt, mit den Bergab-Putts bin ich mal als nicht so sicher mit der Länge. Aber sie sollen ja auch runterlaufen, so das Ganze über rechts kontinuierlich, so wie es aussieht. Das macht es natürlich etwas leichter. Ja gut, da gibt es in der Mitte eine kleine Stelle, wo es ein bisschen weniger breakt. Ja, aber je länger natürlich der Putt ist, desto weiter muss man eigentlich ausholen. So, 20, 25. Okay. Ja, muss aber natürlich auch runterkommen. So, bricht rum. Nee, der geht rechts vorbei. Ja, das sieht man dann auch gleich, dass er einfach zu spät bricht. Aber wir haben auch zu viel Speed drauf gehabt. Okay, jetzt müssen wir uns wieder konzentrieren. This is a 9-footer. So, das geht hoch. So gut wie kein Break. Aber vorne vorm Loch ist dann ein kleines. Also müssten wir so machen, dann müsste er eigentlich über links reinfallen. Weil dann wird er ja langsam kurz vorm Loch. Oh nee. Er hat den Break überhaupt nicht angenommen. Oh, ein Dreipad. Das ist natürlich jetzt enttäuschend. Schade, schade. Auch hier wäre ich gerne mit einer soliden Scorekarte reingekommen. That one finished off. It's a bogey here at number 8. Unfortunately, with a big lead already, very little damage done. So, wir haben einen Schlag abgegeben, aber das tut uns nicht weh. With a 458-yard par 4 ninth, one of the finest par 4s in the game. A long straight drive. If he can manage it, we'll take the two fairway bunkers out of play. Yep. Die Fahne steckt rechts kurz, das macht's interessant. Ja, wir haben einen Schlag abgegeben, aber das heißt leider nicht, dass es jetzt spannend wird. Also noch wird's nicht spannend, denn wir sind immer noch in Front mit, ja, 15 Schlägen. Ja, sehr schön, sehr schön. So, 14, 13, 10. Ja, ja, okay, da kommen bald die ersten ins Clubhaus. Und, ja, gut. Was haben wir da vorne? Oh ja, wir haben Rückenwind. Das ist natürlich schön. Deswegen werden wir den auch ein bisschen reindrohen. Ein bisschen reindrohen über rechts. Ja, gehen wir schon ein bisschen hier. So, und raus die Kugel. Sehr gut, die Kurve passt eigentlich sehr gut. Dann geht er noch hier ein bisschen in den Slope und rollt dann noch wieder runter. All about hitting the fairway here, and that is right where you want to be.
Jo, genau die 300 Yards geschafft. Eisen 9 ins Grün. Beautiful look at the ninth with the clubhouse in the background, but players beware, severely uphill, whatever club you select, add one more. Ja, ich überlege gerade, ich glaube in der ersten Runde waren wir gerade ein bisschen zu kurz, da ist er uns in den Bunker gerollt. Dann waren wir ein bisschen zu kurz. Jetzt haben wir Rückenwind, aber es geht halt natürlich auch den Berg hoch. 22, dafür müsste man einen Schläger mehr machen. Für den Rückenwind müsste man theoretisch einen weniger machen. Aber ich bin fast der Meinung, dass wir diesmal besser hinterm Stock bleiben. Ja. Dafür aber halt ein bisschen höher anspielen. So, er hat Spin. Er hat Spin und... Ja, kommt natürlich ins Rough. Ist er genauso weit geflogen, wie wir eigentlich gezielt haben. So, er will chippen. Ja, es geht natürlich bergab. Der Chip ist ganz gefährlich. Deswegen werden wir den lieber pitchen. Nein, Quatsch, nicht pitchen. Wir machen mal wieder meinen Lieblingsschlag, den Flop. Okay. Ich habe ja so das Gefühl, dass wenn ich jetzt wieder so leicht rechts vom Stock anvisiere, dass er wieder richtig rechts rüberfliegt. Also werden wir einfach mal direkt auf den Stock anvisieren. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, bleibt links vom Stock. Aber ist halt genau Pin High, sehr gut. All the elements of his game have been in sync today. A terrific shot right there. It's all about getting it inside that 3-foot circle around the hole. That was a really nice shot. Ja, danke, danke. Ich meine, sind ja die Fachleute. Also wenn die es nicht wissen, wer dann? Sehr schön. And that finishes off a strong front nine. It's a 33, 2 under par. Jo, 2 under für die ersten 9. Well, this hole, the 315 yard par 4 10th, has been talked about so much. If you ask the professionals what's the best short par 4 in the world, most will point to this. It's all about options and that little sliver of a green which causes players headaches. This one is not just about the length, obviously, but it is a really strategic play. Jo, wir haben diesmal die Fahne vorne am Grün. Das wird interessant. Da können wir tatsächlich vielleicht was reißen. Und jetzt schaue ich kurz nochmal. Und wir haben Gegenwind. Auch das hilft. Aber was da jetzt gleich passieren wird, werdet ihr erst im nächsten Video sehen. Denn wir bleiben uns treu. Front 9, Back 9. Das waren also die Front 9 Finalrunde hier bei den California Classic. Und wir haben, ja, zugegebenermaßen ein kleines bisschen mit dem Dreipad hier verschätzt. Und dennoch 2 unter gespielt, was für uns bedeutet, dass wir mit 15 Schlägen in Front liegen. Und das sollte doch da jetzt nun wirklich nichts mehr anbrennen, dass wir hier diesen Sieg einfahren können. Wenn ihr das sehen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich auch beim nächsten Video bei dem Back 9 mit dabei seid. Und wenn euch das überhaupt hier gut gefallen hat, dann lasst mir doch ein Abo da. Würde ich mich sehr, sehr freuen und den Kanal unterstützen. Jo, ansonsten freue ich mich wie immer auf euer Feedback, auf eure Däumchen, auf eure Kommentare und bedanke mich recht herzlich für eure Zeit hier bei dem dritten Event der Korn Ferry Tour. Ich sage Dankeschön, wünsche euch ein schönes Spiel und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Tschüss.